Oh, warte mal, da fällt mir gerade mal auf, was ist denn mit den Specials? Ne, mit den Skills, meine ich. Hä? Gibt es jetzt nicht mehr die... Was ist alt? Ah, okay, guck mal. Deine Sprengstoffe verursachen doppelten Schaden. Im VATS abgeschossene Minen oder Granaten explodieren ebenfalls mit doppelten Schaden. Wow, das ist ja nice. Deine Sprengstoffe verursachen 50% mehr Schaden und du kannst die Flugbahn der Granaten sehen, bevor du sie wirfst. Geil, das müssen wir auf jeden Fall uns alles holen. Gibt es jetzt die Skills nicht mehr? Also so Skills wie Energiewaffen oder alles? Glaub nicht, ne? So, okay. Ich mache hier die Lampe vom Pip-Boy, ihr meint die hier, die mache ich jetzt gerade nicht an, weil ganz ehrlich, so viel bringt das nicht, aber die Leute sehen mich dann halt schneller, da habe ich auch keinen Bock drauf. Da vorne soll ich hin. Na, hier wird doch geschossen. Ja, toll, ich kann gerade nicht erkennen, wer gut und wer böse ist. Vorsicht, Joy, hier ist eine Pfütze. Ist der gut oder böse jetzt zum Beispiel? Ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist ein Raider scheinbar. Mit Klingen. Kreuzschlüssel nehmen wir. Raider-Rüstung und Gurtzeug. Alles mitnehmen. Okay, warte. Granate! Lauf, Joy! Oh Gott! Sehr gut, den haben wir. Greif ihn an. Ach so, scheiße, ich habe gar keine Granate mehr. Haben wir. Läuft, ey. So, Patron, Impro, Automatikpistole, Lederrüstung, leichte Kleidung. Hallo? Ist kein Raider, okay. So, erstmal. Hey, hier oben! Ja, lass Kommt mich ihr doch mal mal hoch? looten, du Hier Noob. drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Welche Lasermuskete? Die hier? Die hier liegt, oder wie? Fusionszellen, Plünderer-Outfit, grüner Hut. Level up schon wieder. Wir sind halt einfach ein Pro-Gamer. So, das nehmen wir mit, genauso wie die Mikrofusionszellen. Ja, aber, hä? Die Raider sind doch schon tot. Wenn die Freiheit ruft. Optional, nimm die Lasermuskete, habe ich. Okay, alles klar. Wir machen aber erstmal das Level Up dann jetzt schnell. Zack. Und natürlich holen wir uns dann den Abbruch-Experten Stufe 2. Was? Ich brauche Level 10 dafür? Das ist doch scheiße. Ach Mann, warum denn Level 10? Okay, Wasser ist dein Verbündeter. Du erleidest beim Schwimmen keine Strahlenschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Was wäre der nächste Rang? Du kannst unter Wasser nicht mehr entdeckt werden. Okay. Okay, Leute. Das hier macht groß und schwer. Durch schwere Waffen. Nein, wir wollen ja auf Sprengungen gehen. Action Girl, du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich schneller. Das wäre auch nicht schlecht, sag ich mal. Sandman, du vertrittst den Tod höchstpersönlich und kannst schlafende Personen auf der Stelle töten. Schallgedämpfte Waffen richten mehr Schaden an. Nee, Schallgedämpft, wir wollen richtig, dass es Kaboom macht. Hacker könnten wir auch noch machen. Dein Wissen über moderne Computerverschlüsselung ermöglicht es dir, fortgeschrittene Terminals zu hacken. Immer rein mit dem guten Zeug. Du besitzt eine um 50% niedrigere Chance, durch Verwendung von Chems abhängig zu werden. Du bist vollständig immun gegen Chemsucht. Das ist auch geil. Das machen wir vielleicht später. Schlossknacker. Man kann also schwerere Schlösser knacken. Schmied. Wirf die Schmiede an und erhalte Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Nahkampfwaffen. Na, okay. Rüstungsmeister. Mods für Rüstungen. Okay. Aufmerksamkeit. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im VTS ansehen. Lebensspender. Mehr Gesundheit. Waffenfreak. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Zugang zu Mods für Waffen. Schleichen. Werde zu einem Flüsterer. Werde zum Schatten. Du bist beim Schleichen schwerer zu entdecken. Dann Schnorrer.
Du weißt, wie man plündert, um weiterzukämpfen und findest mehr Munition. Kommando. Ein hartes Kampftraining führt dazu, dass automatisch Waffen mehr Schaden verursachen. Automatische Waffen? Nee. Warte mal, was ist denn hier? Wenn ich das erhöhe, du findest noch mehr Munition, noch mehr, noch mehr. Okay, das ist Quatsch. So viel Munition braucht kein Mensch. Ein Arzt? Ist hier irgendwo ein Arzt? Stimpaks stellen 50% verlorene Gesundheit wieder her. Okay, 75. Komplett. Und Stimpaks und Redaway wirken sehr viel schneller. Okay, das ist auch nicht schlecht. Arzt. Schwarze Witwe. Mit den Waffen einer Frau. Männer erleiden 5% mehr Schaden im Kampf. Okay. Bleimagen. Verdauungstrakt hat sich an die Eigenarten des Ödlands angepasst. Weniger Strahlung, wenn man isst und trinkt. Noch weniger Strahlung, wenn man isst und trinkt. Und du nimmst gar keine Strahlung mehr. Das ist auch heftig. Gewehrschütze. Angriffe mit nicht automatischen Gewehren. Erste Liga Nahkampfwaffen. Eisenfaust. Das ist, waffenlose Angriffe, Langfinger, Taschendiebstahl, Härte, mehr Schadensresistenz. Meisterhändler, du beherrschst die Kunst des Handelns, bessere Preise. Lass dich von Voltec leiten, der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im VTS angezeigt. Oh, okay. Da, nee, das brauche ich nicht. Revolver hält nicht automatische Pistolen. Kronkorken in Behältern. Okay, Leute, was haltet ihr denn von dem Hacker? Hacker oder nicht Hacker? Das ist hier die Frage. Mit den Waffen einer Frau klingt gut, sagt Lyre. Könnte man auch machen. Yay, welcome back Combat. Schön, dass du wieder da bist. Okay, Leute, also ich wäre jetzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, entweder wäre ich für Hacker, einfach nur, dass wir Terminals halt hacken können, für Schloss knacken, das wäre auch nice, oder halt, Lyre hat gesagt, die Waffen einer Frau, schwarze Witwe hier. 5% mehr Schaden und bessere Dialoge. Reini, grüß dich. Moin, moin. Schön, dass du vorbeischaust, mein Guter. Puh, scheint wieder ohne Lex zu laufen. Yay, dann können die Sprengungen jetzt ja losgehen, Combat. Der Boneskrieger sagt auch Waffen einer Frau. Okay, Leute, komm. Dann machen wir die schwarze Witwe halt auf 1. Auswahl bestätigen. Ihr könnt euch schon mal überlegen, was wir danach machen. Guck mal hier, wie so eine schwarze Witwe bekommen wir halt 8 Arme und treten ihm hier auf den Kopf. Der Arme. Okay, sehr schön. Ihr könnt euch überlegen, ob wir beim nächsten Mal Hacker oder das andere nehmen. Hacker oder, was war das andere nochmal? Ich hab's vergessen, scheiße, ich bin ein Noob. So, wir gehen jetzt aber hier rein. Waffe weg. Ah ja, ich wollte nochmal schauen. Wir haben nämlich jetzt neuen Krams gefunden. Neue Kleidung. So, den Ehering behalten wir natürlich an. Den Filzhut. Wir hätten einen Lumpenhut. Der macht Energie wiederherstellen um 10. Ne, Energie widerstehen. Ah, okay. Gurtzeug. Wo geht denn das Gurtzeug hin? Steht hier gar nicht. Lederrüstung am linken Bein. Könnten wir auch machen. Lederrüstung rechtes Bein. Leichte Kleidung. Gurtzeug. Wo geht das Gurtzeug denn hin? Was ist abgegangen? Der ganze Trenchcoat. Ach du Heilige. Okay, warte mal. Lederrüstung links, Lederrüstung rechts. Raider Lederrüstung will ich nicht haben. Schutzhelm, Schweißerbrille. Schutzhelm setze ich mal an. Schweißerbrille. Wie sehe ich jetzt aus? Ach du heilige Scheiße. Leute, das könnte doch aus einem schlechten Porno sein, oder? Ich hab gehört, ich soll hier... Nee, das wäre der Part eines Mannes. Ich hab gehört, hier soll ein Rohr verlegt werden. Wollen wir jetzt so? Jetzt renne ich so rum halt, ey. Das ist mir doch egal. Das Museum der Freiheit. Oh Gott, Leute, wie wir aussehen. Hey, warte mal, wer schießt auf wen? Das wird nicht lang dauern. Scheiße. Boah, den haben wir doch eigentlich wohl einen Headshot verpasst.
Schlechter Porno mit Grants. Du würdest ihn dir doch anschauen, Exe. Was willst du denn von mir? Alter, lass sie in Ruhe. Wo? Komm mit, Joy. Komm. Wo? Ah, dahinter. Ja, komm, guck noch mal um die Ecke. Trau dich. Scheiße. Sie verloren. Wie? Hä? Ist er doof? Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Keine Ahnung, wo der hin ist. Lass mich los! Keine britischen Besatzer mehr! Warte, komm schon her, du Wichser! Wo? Spielchen mit mir spielen! Joy, oh mein Gott! Alter. Kronkorken, Schrotpatronen, doppelläufige Schrotflinte, Raiderrüstung, Schweißerbrille, Lederkombi. Dieser Raum ist ja mal mega creepy hier, ey. Ich wollte in dem anderen Raum aber nochmal ach, guck mal. Komm mit, Joy. Hier ist nichts, okay. Abgeschlossen. Shit. Gut, dann hätten wir ja doch direkt da weitergehen können, scheinbar. So, Automatikpistole haben wir jetzt sogar schon mit 66 Schaden. Ist es natürlich deutlich mehr als unsere gerade hat. Ich würde gerne die Molotov-Cocktails ausrüsten. Und die hier nehmen. So. Hallo Sie. Geschichtsstunde mit Boster, Leute. So, was haben wir hier noch? Gar nichts, okay. Die Boston. Bosters Tea Party. Okay, hier war der Typ erst und der ist dann so außen rumgelatscht, okay. Oh, Patronen. Repetiergewehr, Impro-Repetier-Dingens, Schrottpatron, Patron, läuft. Sehr schön. Hier ist Klebeband. Ich dachte erst, hier wäre eine Falle vielleicht dran. Aber alles gut, Leute. Oh, guck mal hier. Ist hier jemand? Glaub nicht, guck mal. Das ist auch ein Bild für Combat. Für Combat und seine Katzenarmee. So, ein Buffout haben wir hier. Sehr gut. Boah, Gott, erschreck mich nicht so, Joy. Ein Terminal. Und als Einsteiger kann ich das natürlich öffnen, hoffe ich. Hä? Wie gehe ich denn ans Terminal? Also so, okay. Ich würde sagen, wir fangen mit Paths einfach mal an. Kein Treffer, okay. Dann könnte es direkt Looney auch wieder sein. Oder Logics. Logic, ja. Also, das war's nicht. Probieren wir einfach mal Looney aus direkt. Zwei Treffer. Looney hat zwei Treffer. Okay, Looney. Das heißt, es könnte Logic sein. Logic. Lass uns mal schauen. Es könnte Logic sein. Nein, auch nicht. Looney. Es muss Logic sein. Wie schön. Boom! Sicherheitstour entriegeln, Leute. So muss es sein.
Fusionskern. Wenn ich den jetzt rausnehme, haben die keinen Strom mehr. Licht aus. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt genommen habe, was mir das bringt. Aber hey, ich habe es einfach geklaut. So, hier ist ein Schädelteil. Ein Springmesser, geil. Nuka-Cola-Flaschen brauchen wir nicht. Psycho! Nehmen wir mit. Wer das Psycho nicht ehrt, ist den Rausch nicht wert. Zementsäcke haben wir hier noch liegen. So, den haben wir abgeknallt vorhin. Oh, guck mal hier, kann ich das als Hut nehmen? Nee, schade. Baseballhandschuhe. Schreibtisch. Ein Becherglas. Hey, Red Away und Buff Out. Geil. Die volle Dröhnung für uns. Schrotpatron. Sehr gut. Da. Schreibtisch, Wecker, Zahnbürste. Wer braucht eine Zahnbürste? Man hat doch eh keine Zahnpasta mehr, oder? Hast du eine Zahnbürste? Toll, kannst du trotzdem nicht die Dinger waschen. Putzen, meine ich. Schlagring, Automatik, Gasmaske mit Brille. Okay. Und eine leichte Kleidung. Ich guck erstmal hier. Da vorne ging es scheinbar weiter. Will ja noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Plastikteller, nee. Die sind cool. Seife. Was macht ein Seifo hier? Okay. Kronkorkenvorrat. Nein, wollte ich gar nicht. Okay. Siehst du, jetzt haben wir die Kronkorken noch bekommen. Huah. Hatten wir hier nicht noch einen zweiten Typen gekillt? Ich dachte, hier wäre noch... Na egal. Vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente. Oh, wieso bellt die denn? Jo, 70% Chance, keiner hat getroffen. Like a pro. Boah! Du bist die Beste, ey. Oh, das ist sein Kopf. Können wir den treten? Nee, okay. Warte. Oh Mann. Psst. Nimm ihn. Hier. Da drüben. Los, in Position. Hier drüben. Hol mir die Munition. Wie geht's dir, Kumpel? Egal. Was soll's, Junge?